Ich möchte nun einmal auf ein paar Tricks in Draw zu sprechen kommen. Wenn ich zum Beispiel Objekte verschiebe, kann ich das normal machen. Wenn ich jetzt dabei die Shift-Taste drücke, dann sehe ich, dass es nur in die horizontale oder vertikale geht. Daran kann ich mich hier orientieren oder im 45-Grad-Winkel. Wenn ich dabei Alt drücke beim Verschieben, erstmal ohne die Alt-Taste, da sehe ich, der springt immer im Raster, in den 0,25 Abständen. Und wenn ich jetzt die Alt-Taste drücke, dann kann ich dieses Raster aufheben und genau verschieben. Dementsprechend kann ich dann auch beide Tasten zusammen kombinieren, Alt und Shift zusammen. Das heißt, ich kann dann vertikal, horizontal oder im 45-Grad-Winkel verschieben und dann halt sehr genau, ohne mich am Raster orientieren zu müssen. Dann kann ich auch mit den Cursor-Tasten verschieben. Wenn ich die Pfeile benutze, dann springt er anscheinend immer, orientiert sich am Raster, nicht ganz, vielleicht halbe Abstände. Und jetzt kann ich auch die Shift-Taste beim Drücken der Pfeiltasten benutzen und dann sehe ich, dann springt er immer um 1 cm. Wenn ich die Alt-Taste beim Verschieben drücke, dann sehe ich, dann kann ich sehr genau verschieben. Das sind diese drei Möglichkeiten. Wenn ich dupliziere, kann ich auch Funktionstasten benutzen. Wenn ich Steuerung drücke, dann kann ich halt ganz normal duplizieren. Wenn ich Steuerung und Shift drücke, dann dupliziert er so, dass dann wieder in der vertikalen, horizontalen oder im 45-Grad-Winkel dann verschoben wird. Und wenn ich Steuerung und Alt drücke, dann orientiert er sich nicht am Raster und springt nicht in diesen Abständen, sondern ich kann genau verschieben. Und dementsprechend kann ich dann auch diese drei Tasten kombinieren. Steuerung, Alt und Shift beim Duplizieren. Und dann in genauen Abständen, in kleinen Abständen dann in der horizontalen und vertikalen dann duplizieren. Wenn ich Figuren zeichne, zum Beispiel hier einen Kreis, erstmal wird es eine Ellipse, wenn ich nichts mache. Und wenn ich jetzt dabei die Shift-Taste drücke, dann sehe ich, dann wird es zu einer regelmäßigen Form. Ein Rechteck wird zum Quadrat und so weiter und so fort. Das kann ich mit allen Figuren machen. Wenn ich dabei die Alt-Taste drücke, dann sehe ich, dass er sich um den Mittelpunkt zentriert. Und ich kann dann natürlich auch Alt und Shift kombinieren um den Mittelpunkt und dann als regelmäßige Figur. Die Steuerungstaste kann ich dabei nicht drücken, oder die hat keine Funktion hierbei. Und wenn ich Figuren abändern möchte, dann kann ich hier raufdrücken und die Punkte hier zum Beispiel bei der Geraden benutzen. Wenn ich jetzt dabei die Shift-Taste drücke, also erstmal springt er jetzt in diesen Rasterabständen. Wenn ich dabei die Shift-Taste gedrückt halte, dann verändert sich die Form nicht oder beziehungsweise nur in der Länge. Das heißt, ich kann dann nicht in die andere Richtung springen. Dementsprechend kann ich auch die Alt-Taste benutzen. Ich sehe, jetzt springt das hier im Raster, in diesen Rasterabständen. Und wenn ich Alt drücke, dann kann ich den Punkt, Zielpunkt genau verschieben und dementsprechend auch dann beide Tasten Shift und Alt zusammen kombinieren und hier dann in genauen Abständen die gerade länger ziehen. In das Bild kann ich reinzoomen mit der STRG-Taste und wieder rauszoomen, wenn ich das Scrollrad benutze an meiner Maus und den Seitenwechsel, also zwischen diesen Seiten hin und her springen. Da gibt es auf der Tastatur die Bild-Hoch- und Bild-Runter-Taste. Wenn ich die hier drücke, dann kann ich ganz schnell zwischen den Seiten springen. Wenn ich jetzt hier vier Rechtecke habe und die markieren möchte, dann kann ich das hier mit meiner Maus machen, mit der Auswahltaste. Ups, falsch gegriffen. Manchmal von unten hier.
Aber manchmal möchte ich nicht alle Elemente auswählen. Und deswegen kann ich bei dem Auswählen die Shift-Taste drücken. Das heißt, hier drücke ich einmal die Shift-Taste, drücke hier drauf und dann kann ich das Element auswählen und das Element auswählen bei gehaltener Shift-Taste und dann kann ich diese drei Elemente verschieben oder gruppieren. Und wenn ich jetzt die Shift-Taste drücke, kann ich auch noch das vierte Element dazu wählen oder wieder abwählen. Also auch dieses Element wieder abwählen und das Element abwählen. Falls du Fragen oder Anregungen hast oder einfach nur Material austauschen möchtest, freue ich mich, wenn du auf meinen Server bei Discord kommst, Mathe mit Draw. Den Link zu der Einladung, den findest du unter dem Video.